Aus diesem Stoffband sollen sich gleich viele kleine Röschen entfalten. Nur eines darf man nicht, die Geduld verlieren. Dieser Stoff, der so flach da liegt, in so etwas zu verwandeln, ist doch faszinierend. Da ist es, das Röschen. Und das kann keine Maschine machen. Es geht eben nur mit der Hand. Ist doch mega, oder? Wow. Schon ein bisschen wie Zauberei. Gell, habe ich dich schon angesteckt? Ja, das ist doch super. Zu den Lehrlingen habe ich immer gesagt, du musst so denken, du hast wie einen kleinen Babyvogel in der Hand. Weil wenn du da drückst, dann ist der tot. Wenn du hier irgendwie hindrückst, also du musst schon sehr zart so das Ganze auch luftig in der Hand haben. Und mancher Betrachter eben, der das dann gar nicht auf Anhieb entschlüsseln kann, denkt so, hä? Wie geht das denn? Es ist tatsächlich ein bisschen wie Zauberei in dem Augenblick. Nur noch wenige beherrschen sie. Die Kunst des Rüschenmachens können Herzchen, Muschel- und Windradrüsche oder eine, die ausschaut wie ein Bonbon. Sie werden genäht, gewickelt, gefaltet, gezogen und geschoben. Rüschen sind die Leidenschaft von Trachtenschneidermeisterin Janina Lindner. In ihrer Werkstatt im schwäbischen Irsee fertigt sie Trachten und anderes Gewand, mit und ohne Rüschen, aus Seide oder sehr gern auch aus alter Bettwäsche, wie diese beiden Dirndl für Mutter und Tochter. Das ist farblich sehr schön, finde ich. Sie bekommen nur ein einfaches Rosenrüschenband, im Gegensatz zur Rüschenopulenz dieser beiden Kleider. Ich habe diese ja so ein bisschen Dior-Dirndl genannt, weil es einfach mit diesen Rüschen ja für mich einfach auch ein Stück weit Haute Couture ist. Und man muss auch sagen, dass die großen Couturiers, also Dior und Dolce & Gabbana, und die alle in der Tracht tatsächlich diese Handwerkstechniken anschauen und nacharbeiten und in ihre Haute Couture mit aufnehmen. Weil das einfach ja das Nonplusultra ist dessen, was man mit Stoff machen kann. Rüschen gab es schon im 16. Jahrhundert. Aber dem großen Rüschenrausch verfällt man im Rokoko. Verspielt und leicht ergießen sie sich über die Kleider. Allen voran zelebriert sie eine der größten Modeinfluencerinnen der Geschichte, Marie Antoinette. Und alle eifern nach. Zuerst der Adel, dann das Bürgertum und mit Verspätung auch die ländliche Bevölkerung. Heute werden die Rüschen fast nur noch von Trachtenvereinen bewahrt. Aber seit dem Biedermeier bis in die 40er Jahre gehörten sie bayernweit über ein halbes Jahrhundert zur Sonntagskleidung, wie auch bei diesem Dachbodenfund aus Westendorf im Ostallgäu. Ich liebe diese Sachen auch einfach anzuschauen, weil man immer so ein bisschen den Charakter der Näherin sehen kann. Und du siehst einfach, manche sind so ganz akribisch und ganz genau, manche so ein bisschen wurschtig und dann ist es ein bisschen größer. Das ist ja jetzt schon relativ filigran, finde ich, ne? Wahnsinn, was für eine Arbeit. Ja, das ist Monate. Monate. Und mir ist es einfach zu schade, dass diese Kunst da irgendwie verloren geht. Da sollte man das doch irgendwie versuchen, auf tragbare Kleidung zu bringen. Jahre hat Janina Lindner für dieses Buch recherchiert, das die Trachtenkulturberatung Schwaben und das Zentrum für Trachtengewand Bezirk Oberbayern herausgegeben haben. Sie war in Sammlungen und Museen, hat über 120 Rüschenarten entschlüsselt. Im Buch ist für jede eine Anleitung, egal ob Kuschelrüsche, Dachrüsche oder die falsche Hexentreppe. Also es ist schon ein bedrohtes Handwerk. Würde ich so behaupten, ja. Die paar guten Schneidermeisterinnen, die unterwegs sind und die das können. Klar, wir sind abhängig einfach von unseren Kunden, die sowas auch wollen. Ja, und das auch bezahlen, weil es ist viel Arbeit und eine spezielle Arbeit, die viel Geld kostet. Und wenn es niemand trägt und es niemand sieht, und dann verschwindet es. Ja. Das Kleid, das Christina Klim mitgebracht hat, ist eines ihrer Lieblingskleider und stammt auch aus Janinas Werkstatt. Jetzt soll es eine Rüsche bekommen.
Das ist das hier drüben, das wäre das Grün. Ein schönes Ripsband. Hier habe ich wundere, größere Wellen gestochen und sie dann zusammengezogen. Und so sind dann diese Doppel- oder Dreifachwellen entstanden. Schmiegt sich das rein in das eingewebte Muster, oder? Es ist schon eine Wissenschaft für sich. Welche Größe, welche Position, welche Farbe für die Dreifachwellenrüsche? Oder soll es vielleicht doch eine ganz andere Rüsche werden? Ist die Dachrüsche, das ist die originale Windradrüsche. Also ich finde es wirklich besonders schön, wenn es nur eine Farbe ist in sich. Ja. Das Grün einfach, das ist es einfach. Ach, das ist doch herrlich. Dann würde ich sagen, machen wir das so mit dem Grün. Und das lässt du mir jetzt hier, das Kleid. Und das mache ich jetzt dann demnächst. Genau. Janina hat nicht nur einen Job. Nur ein paar Kilometer weiter in Kaufbeuren führt sie im Kunsthaus seit 2017 das Café Kirschkern. Sie hat viele Leidenschaften. Sie singt, spielt Horn, kocht und backt gerne und macht ziemlich guten Kaffee. Anfang des Jahres hatte mich dann jemand gefragt, weil hier das Café eben unbesetzt war, ob ich nicht jemanden wüsste. Und da habe ich schon gedacht, oh, das ist gemein, das würde ich gerne machen. Aber Lehrling da oder überhaupt Werkstatt und so. Natürlich, ich habe einen ganz anderen Beruf. Ne? Aber so als Mehrfachmutter, da bist du ja natürlich auch fähig, das Kuchenbackens und Kochens und Organisierens und wie gesagt, Kaffeewaschen immer irgendwie was ich gerne machen wollte. Da habe ich dann gesagt, ja, ich mach's. Ich mach das jetzt. Und dann habe ich es gemacht. Janina hat drei Töchter. Die älteste, Clara, lebt in der Schweiz. Aber Oda und Emma kommen gern im Café vorbei. Ich glaube, an meinem Dirndl war eine Rüsche, das ich damals selber gemacht habe bei der Mama. Aber sonst. Na, dann hast du ja aber selber gemacht. Ja, aber das war nicht ganz leicht. Und du? Ich habe keine selber gemacht bisher. Nee, ich habe sie nur bekommen. Also, ich finde es wunderschön, aber nicht meine Art von Bastelei. Aber Dirndl trägt Oda gern. Und mit einem ganz besonderen wurde sie sogar für ein Allgäuer Fotobuch abgelichtet. Ohne Rüsche, aber mit Familientradition. Hast du das erzählt, dass es ein Kleid von deiner Urgroßmutter ist, die das auch selber gewebt hat? Die war Webermeisterin und hat den Stoff selber gewebt und auch das Dirndl selber genäht. Und das trägt die Oda da auf diesem Bild. Falten und Gestalten. Janina Lindners Leidenschaft macht vor gar nichts Halt. So, knickst du das zusammen. Die oberen Ecken kommen hier rein. Und das sieht dann aus wie ein zusammengelegtes Herrenhemd. Und dann kommt es in den grünen Sack und verbraucht nicht so viel Platz. Kuchen, Curries, sogar das Frühstücksmüsli. Alles arrangiert und bereitet sie liebevoll zu. Jetzt kommt die Bananenrüsche. Fächerrüsche. Die Kinder sind aus dem Haus. Und nach ihrer Scheidung ist Janina innerhalb von Irsee umgezogen und wohnt jetzt mit direktem Blick aufs Kloster an einem Bach, nur über einen Steg zu erreichen. Hier hat sie ihre Wohnung samt Werkstatt eingerichtet. Die gezogene und geschobene Dreifachwellenrüsche nimmt Form an. Ich muss noch so ein bisschen frisieren. Ob es Christina gefallen wird? Hi, hallo. Komm mal rein, vielleicht magst du ablegen. Schauen wir mal, ob es dir gefällt. Das alte Kleid mit neuer Rüsche. Jawohl. Wie noch nicht gehabt. Magst du es mal anprobieren? Jo. Dass man es einmal sehen und du es vielleicht dann auch vom Spiegel sehen kannst. Ah. Tada. Sehr schön gemacht. Süß. Mhm. Süß. Ganz, ganz gut. Ja, ja, ja. Also hinten ist es, gefällt mir besonders schön. Ja. Zum Kleid braucht es jetzt nur eine Hochsteckfrisur. Ja, super. Ja, vielleicht sollten wir wieder mehr in Rüschen investieren.